Hallo, meine Lieben, hier habe ich ein Objekt, wo ich mich verlieben würde und garantiert einige von euch auch verlieben werden, aber dann doch nicht wegen einem Problem. Wegen einem Problem. Ich habe euch schon oft gesagt, es gibt alte türkische Häuser. Dieses hier zum Beispiel ist 20 Jahre alt, aber in einem Top-Zustand. Und diese alten türkischen Häuser haben immer riesige Wohnungen gehabt. Ja? Riesige Wohnungen. Meine Verwandtschaft, ich bin ja aus Adana, und die haben teilweise Wohnungen, da langt ihr euch am Kopf, 300 Quadratmeter, das ist normal für die. Ja? Zig Bäder, zig Toiletten, das ist normal für die. Ich kann mich noch als Kind noch erinnern, in Adana, da hatte meine Tante eine Wohnung, das war kein Wohnzimmer, das war ein Gang. Das war riesengroß, also wirklich riesengroß. Ja, als Kind kommt es eher viel größer alles vor. Aber das hier zum Beispiel ist so ein Fall. Diese Vier-Zimmer-Wohnung hat 175 Quadratmeter und hat eine extra Küche, auch riesengroß, und kostet nur 69.000 Euro. Ja, 69.000 Euro nur. Ja, ist im vierten Stockwerk. Aufzug und alles funktioniert und hat nur 50 türkische Lira Nebenkosten. Ja, also nicht mal 5, also gerade mal 5 Euro Nebenkosten im Monat, aber hat keinen Pool und hat zwei Toiletten und ein Bad und einen Gemeinschaftsparkplatz hat es. Und zum Strand wären es etwa 15 Minuten zu Fuß zum Laufen, und dann hat man aber einen Sandstrand. So, jetzt schauen wir uns mal die Wohnung an, und ich muss wirklich sagen, schade, 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 dass es dieses Manko gibt, sonst hätte ich es jeden von euch super empfohlen. Ich meine, schaut euch mal dieses Bad an, also wenn man daraus nicht zwei Bäder machen könnte, ja, also man kann aus dieser Wohnung noch viel machen, also wirklich, und wie gesagt, riesengroß, ihr seht es ja hier am Bad, ja, das soll ein Bad sein, Entschuldigung, das war aber normal früher. Und hier haben wir die Küche. Okay, auch wenn die Küche nicht so modern wirkt, trotzdem ist sie schön groß. Da passen ja zwei Tische hin. Und hier, das ist es von außen. Okay, wie gesagt, 20 Jahre alt. Und ja, ihr wollt das Manko hören. Okay, das Manko sage ich euch auch gleich. Hier der Aufzug. Natürlich, wenn man im vierten Stockwerk wohnt, sollte man schon einen Aufzug haben. Und das ist in dem Fall mit blauem Schild. Das ist in Ordnung. Rot und mit einem Schild von der Stadt, weil die werden ja überprüft. Ja, die Türkei ist nicht mehr irgend so ein Land, wo halt alles mal so durchgeht. Nein, hier ist schon noch Ordnung angesagt. Und jedes Monat muss der Aufzug gewartet werden, von der Firma einen Stempel bekommen, sonst wird er deaktiviert. Und hier das Wohnzimmer, auch riesengroß. Ja, hier eines der Schlafzimmer, und jetzt zeige ich euch noch mal kurz mal die anderen Zimmer, bevor ich zum Manko komme, aber ich will nicht so lange rumreden, ich zeige euch gleich mal das Manko. Hier noch mal ein Schlafzimmer, wie gesagt, ihr habt drei Schlafzimmer, alle schön groß, und das ist noch echter Parkett. So, und jetzt kommen wir zum Manko. Hier ist das Manko. Das Manko wäre nicht mal ein Manko eigentlich so sehr. Ich rede zu sehr um den heißen Brei rum, ich weiß. hier haben wir das Manko. Eigentlich wäre das positiv, denn da drüben gegenüber ist sozusagen der Obi, der türkische Obi. Koçtaş heißt der. Den kennen alle meine Auswanderer. Ja, wir haben zwei Balkone übrigens. Und das ist aber auch gleichzeitig ein Manko, weil nämlich die Hauptstraße unten drunter vorbeifährt. Ja. Schade, schade, schade. Okay, wir sind im vierten Stockwerk und es ist leiser, als wenn man im zweiten wäre, ja. Aber nein, man hört genug Lärm. Also das kann ich niemandem antun, außer es ist jemand, das gewöhnt aus Deutschland, und dem stört das nicht. Dann wäre es eine Mega-Wohnung, ja. Okay, meine Lieben. In der Nähe ist auch die Metro, in der Nähe sind auch Krankenhäuser, Banken, alles ist in der Nähe. Das wissen meine Auswanderer, meine Kunden. Das ist das Manko. Schade, sage ich nur, denn eine Riesenwohnung so günstig, ja. Eine Riesenwohnung
und 175 Quadratmeter und geht eigentlich noch. Also ich sag euch was, ja, das wäre okay, das würde mich nicht stören. Ich brauche auch keinen Hammam, ehrlich gesagt. Und ich brauche auch keine Sauna, sowieso nicht. Und ja, Pool wäre nicht schlecht, aber in dem Fall fährt man halt zum Strand, was soll's. Und das wäre es eigentlich, ne? Nur eine Straße weiter hinten, ja, wo es nicht so laut ist, dann wäre es top zum Empfehlen. So kann ich es zwar auch empfehlen, aber ich muss dazu sagen, es ist zu laut. Okay, so viel von mir, hab mal wieder viel geredet, aber ich wollte euch nur mal so wunderschöne alte Objekte zeigen. Eine Straße weiter hinten oder Richtung Meer, das wäre natürlich der Hammer. Okay, so viel von mir, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend und meldet euch, falls ihr trotzdem Interesse habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.